Hey Leute, bei mir im Shop ist gerade eine Pfingstaktion, wo gerade alle LED-Lampen günstiger gemacht wurden und für die nächsten 4 Tage bekommen alle Käufer von den LED-Lampen die Chance nochmal dazu, einen LED-Bilderrahmen geschenkt zu bekommen, denn hier sehen wir nochmal diese ganzen neuen Lampen, die neuen T-Shirts, es gibt übrigens jetzt auch Lampen, wo man seinen eigenen Text mit reinschreiben kann, wenn man den nur andrückt, das heißt, man kann hier sozusagen seinen eigenen Text reinschreiben, zum Beispiel, hallo Mama, und dann steht es da auf der Lampe mit drauf. Das heißt also, man kann das jetzt inzwischen auch personalisieren und alles machen und das sind alles neue Sachen bei mir im Shop. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt hier auch den neuen Bilderrahmen noch, der Arezou Bilderrahmen in Autogrammstilfolie. Falls ihr euch den mal ansehen wollt, schaut gerne vorbei. Das sind die neuen Sachen im Shop. Es gibt viele neue Designs, viele neue coole Sachen. Schaut einfach im ersten Link auf der Videobeschreibung vorbei und viel Spaß mit dem Video. Ciao! Oh! Du bist vor mir. Oh, Junge! Izzy, sitzt du? Oh mein Gott, ich werde teleportiert. Ja, ich sitze auch im Bus. Oh mein Gott. Wir sind jetzt zur Hausparty gefahren. Oh, wie cool. Oh mein Gott, es werden alle Spieler geladen und meine werten lieben Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge mit Izzy und mir. Heute besuchen wir eine Hausparty. Izzy, bist du bereit, schon feiern zu gehen? Ich komme hier nicht weiter. Ja, guck mal, ich habe mein Party-Outfit an. Yeah, ich habe mein Einbrecher-Outfit an, aber das habe ich immer an, deswegen eigentlich gar nicht mal so schlimm. Oh. Okay, die Leute sagen like, die sehen, dass ich YouTuber bin. Toll. Es sieht so aus, als ob wir ganz schön früh dran sind. Deswegen können wir gerne all unsere Zeit nehmen, um dorthin zu gehen. Ich frage mich nur, welches Haus es ist. Oh, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, welches Haus jetzt wir nehmen müssen. Hey, oh, guck mal, da ist einer. Hey, da spricht einer mit uns. Oh mein Gott, der kommt sogar zu uns her. Was hat denn der für eine lustige Nase? Hey, was geht? Yo, ich habe hier übrigens die Ehre, mit euch allen coolen Leuten auf der Straße abzuhängen, ha? Huh? Yeah, ich bin cool und hab eine kleine Nase, yo. Und, jetzt spricht er gerade nicht mehr. Yo, was? Es geht eine Hausparty? Gleich hier die Straße runter? Ja, hier kommt, glaube ich, eine Hausparty. Oh, Mann, das ist echt interessant. Heftig, ja. Wirklich interessant. Ja. Komischer Typ. Ich finde auch, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Außerdem ist dir aufgefallen, dass dem sein T-Shirt unten ein bisschen blutig ist oder sowas in der Art. Naja, also ich werde jetzt endlich mal mein Bestes versuchen, hier draußen ein bisschen Spaß zu haben. Bis später. Komischer Typ, Izzy. Komischer Typ. Das war echt komisch. Wer war dieser Typ? Ich weiß nicht. Ich hoffe, der kommt nicht zur Party. Wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt irgendwo das Haus finden. Ich glaube, viele Leute wissen schon, wo das richtige Haus ist. Viele Leute stellen sich hier bei dem Haus an. Ah, stimmt. Aber manche. Oh, ja, dann lass mal da anstellen. Oh, bei mir ist der Bildschirm ganz weiß geworden. Ja, bei dir auch. Ja, bei mir auch. Wir sind im Himmel. Oh. Wir sind auf der Party. Junge, hier geht ja voll die dicke Party, yo. Oh, wir haben es geschafft, Mann. Lass mal mit ein paar Freunden reden und ein bisschen abhängen. Yeah, oh. Guck mal, sie tanzt schon. Boah, ist hier eine laute Stimmung, ey. Ich muss ein bisschen Roblox sogar leiser machen. Abgefahren. Crazy. Guck mal, hier gibt's nice vegane Donuts. Oh, oh lecker. Yeah. Wollt ihr einen Donut kaufen? Oh, Alter, hier gibt's einfach Cheetos. Ich liebe Cheetos. Oh, 12 Junge. 12 Jahre alt wurde hier das Geburtstagskind. 12? Ja, 12, das steht da drauf. Oh, heftig, heftig, Mann. Was geht denn hier ab? Hier ist sogar ein Kleiderschrank, Mann, mit funky Outfits. Verstecken. Oh, guck mal, ich bin im Kleiderschrank drin. Hilfe! Verstecken sich wohl viele schon im Kleiderschrank. Lass mal hier weiter das Haus angucken. Ja, hier sind überall Fall. Ballons. Und überall sind krasse Pflanzen. Boah, die sind sehr jung gefüllt, die Ballons. Die sind an der Decke. Boah, ich war noch nie auf einer Hausparty wie auf so einer. Hier ist so ein Schrank oder sowas. War noch nie in einem Schrank. Was? Oh mein Gott, Glas ist kaputt gegangen. Hey, ich bin eingesperrt. Oh Mann. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß, weil die Party ist jetzt zu Ende. Oh mein Gott. Ah! Oh, lauf, Roma, Izzy, lass in den Schrank gehen, wo wir gerade eben drin waren. Lass in den Schrank gehen. Links. Wir müssen den anderen folgen. Ja, in den Schrank. Okay. Ja, dort, wo wir gerade eben drin waren. Okay, wir haben 20 Sekunden Zeit, um uns vor dem Mörder zu verstecken. Haben oh mein Gott. Ich bin drin. Alle hier drin. Alle sind im Schrank drin. Oh mein Gott, man kann auch ein bisschen durch die Wand gucken, wenn man hoch genug springt. Ja, ich bin oben. Oh mein Gott, wir dürfen nicht... Oh mein Gott, er hat noch 14... Okay, ich hänge auch dran. Oh, 10 Sekunden noch. Ey, soll ich mal kurz rausgucken, ob der da ist? Es ist keiner draußen. Ich sehe keinen. Oh mein Gott. Sekunden. Oh mein Gott, ich muss schnell rein. Oh mein Gott. Du bist oben, oder? Ja, okay. Ich bin oben. Ich häng. Oh mein Gott, Izzy, das ist so spannend. Ich weiß... Weg. Wo ist er? Drei. Drei, zwei...
Eins. Haben wir es null. Geschafft? Ich weiß es nicht. Die Tür ist zugegangen. Die Tür ist zugegangen. Wir sind jetzt in diesem Schrank gefangen. Wir sind gefangen? Ja. Ich denke, die Luft ist rein. Okay. Okay. Das war echt knapp. Aber wer war dieser Typ? Naja, das ist auch irgendwie egal. Wir müssen einfach nur hier schnell rauskommen. Alter, was war das denn, Izzy? Warte eine Sekunde. Was ist dieser komische Geruch? Oh mein Gott! Izzy, hinten hat es angefangen zu brennen! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es hat angefangen zu brennen. Wir müssen schnell hier raus. Alle sollen in den Keller rennen, steht da. Oh mein Gott, oh mein Gott, lass in den Keller, weiter nach hinten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe auch langsam. Ich verliere Leben. Schnell in den Keller, schnell in den Keller. Oh, schaffen wir das? Ja, lauf einfach runter. Okay, ich bin das, unten. Da ist die Tür, da ist die Tür. Oh nein. Alter, es hat da einfach voll gebrannt draußen. Es brennt ja immer noch richtig stark. Oh, Izzy, wir müssen dringend aufpassen. Ist es schlauer, in den Keller zu gehen, wenn es brennt? Ich weiß es nicht, aber hier laufen eine Menge Izzys auf dieser Party herum. Die sind, du hast voll viele Dings, Zwillingsgeschwister. Ich hab Kopfhörer auf, du siehst mich doch. Ja, stimmt, du hast echt Kopfhörer auf. Stimmt. Wir sollten einen Weg finden, um die Power hier auszumachen. Die Power wieder anzumachen. Ich bin mir relativ sicher, dass der Vermieter gesagt hat, dass er einen Generator hier unten im Keller hatte. Oh, oh. Generator. Wo ist der Generator? Da! Oh, ja, er hat ihn angemacht. Er hat ihn angemacht. Oh mein Gott, wir haben wieder Licht. Oh, alles cool. Okay, oh. Jetzt haben wir wieder Licht. Huh, okay. Weg von dieser jetzt Party. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg hier rausfinden. Ne? Hoch können wir nicht mehr, weil oben ist der Killer. Unter das Feuer. Was? Oh mein, da hat einer eine Tür rausgefunden, ne? Hinter den Boxen. Nein. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass diese Tür irgendwo hinführt. Da ist eine Tür an der Wand. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mach sie auf. Ja. Okay. Okay. Finally. Frische Luft. Oh mein Gott, hat's geklappt? Okay, wir müssen jetzt irgendwie rauskommen und die Polizei rufen. Und irgendwie müssen wir uns auch beeilen, bevor uns der Killer irgendwie bekommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, bei mir laufen alle in der Luft herum, bei dir auch? Oh mein Gott. Nein, er ist im Wald. Oh nein. Er ist im Wald. Oh. Keiner ruft hier die Polizei. Nicht unter meiner Aufsicht. Oh mein Gott. Ich habe euch alle in der Hand. Denkt ihr, ihr könnt hier aus dem brennenden Haus euch entziehen? Aber ich bin relativ glücklich, dass ihr das getan habt. Jetzt seid ihr mein! Oh mein Gott. Jetzt kommt hier irgendwie so Stinkegas oder sowas. Oh nein. Wir werden eingeschläfert. Oh mein Gott. Wir werden eingeschläfert, Izzy. Was ist? Ich hab gerade nur ein bisschen geschnarcht. Oh mein Gott, wir sind in einem Gefängnis einfach. Wir stehen alle ineinander. Alter. Hä? Was ist denn hier passiert? Wo sind wir? Alter, Izzy, das ist ja mal mega der heftige Jail-Ausbruch hier wahrscheinlich. Er ist da. Oh mein Gott, das ist der Killer. Das ist der Killer, der hat uns alle eingeschläfert. Und das... Ach, wir sind jetzt wieder im Keller. Der hat uns einfach im Keller zurückgebracht. Oh, er ist glücklich, dass wir alle aufgewacht sind. Na toll. Und jetzt ist er super happy, dass wir ihm alle jetzt gefolgt sind in den Raum hier nach unten, in diesen wunderschönen Raum. Oh Mann. Will er uns auffressen? Okay, gleich danach, nachdem er uns ausgenockt hat, hat er die Polizei gesehen. Und wir sind jetzt irgendwo anders und wir wissen nicht, wo wir uns befinden. Ne? Die sind gleich nach ihm gekommen und haben ihn gejagt. Oh mein Gott, Alter. Da ist sogar gerade ein Polizei. Alter, richtig, das sind coole Autos. Ja, Mann, das sind BMWs einfach. Deutsche BMWs. Ey, das ist richtig gut, ey. Ich konnte euch Jungs nicht zurücklassen. Ihr habt zu viel Erfahrung mit denen zu teilen. Beweise. Also habe ich euch, Evidence, genau. Ihr habt zu viele Beweise gegen mich, zu viel zum Aussagen. Ne? Und deswegen hat er uns wahrscheinlich mitgenommen. Nein. Oh, Mist. Oh, es gab keinen anderen Weg. Ich habe euch alle in mein Auto reingeschmissen und bin weggefahren. Was? Er hat uns einfach alle in dieses Auto reingesteckt, gell? Oh mein Gott, Alter. Okay, also es war nicht so, dass er uns eigentlich stören wollte in dieser Party, aber irgendwie hatte er andere Pläne. Irgendwie sowas in der Art. Oh nein. Und jetzt sind wir in diesem Keller und er schaut uns an. Und das bringt uns jetzt hierher und die Polizei ist immer noch ihm auf den Fersen und es war alles nicht nur seine Schuld. Denkt mal darüber nach, das ist die Rückzahlung dafür, dass er jetzt gesucht wird und irgendwie werden wir jetzt für ewig hier drinnen bleiben. Mm-mm.
Izzy, unsere Aussichten weiter zu überleben sehen nicht so gut aus, muss ich sagen. Ich will hier raus. Ja, das ist... Okay, jetzt müssen wir irgendwas tun. Einfach in eine Maus und schlüpfe durch die Gitter da. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Schnell! Okay, Izzy, ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Irgendwo einen Schlüssel? Schlüssel oder sowas drücken. Irgendwie drauf. Da, jemand hat was gefunden, ne? Sie hat den Schlüssel gefunden. Ja, das ist kein Schlüssel, das ist wie so ein Dietrich oder sowas. Ja. Und damit können wir jetzt irgendwie die Tür öffnen. Komm schon, öffne die Tür. Los. Komm schon. Nein, nicht der Keller schon wieder. Doch, guck mal, da außen ist sogar ein Schlüsselloch. Ja, es hat funktioniert. Ka-ching. Oh yeah, die Tür ist aufgegangen. Ja, das ist wieder so eine unsichtbare Wand. Es ist aufgegangen. Eine weitere Tür steht noch vor unserer Freiheit. Es gibt noch einen Schlüssel und der ist wahrscheinlich hier irgendwo versteckt. So, dann lass mal gucken, wo hier der Schlüssel sein kann. Wir müssen Gewalt anwenden, haben die gesagt. Echt? Müssen wir Gewalt anwenden? Ja, das stand da. Ah, da hat jemand eine Crowbar gefunden, ne? Also so eine Brechstange. Und mit der Brechstange können wir die Tür aufmachen. Ja, das hat funktioniert. Die Tür sieht offen aus. Wunderbar. Alter, die Tür ist einfach so zur Seite gerupft worden. Okay, jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Noch eine Tür. Letzte. Oh Mist, wir müssen noch... Oh mein Gott. Jetzt? Was? Hör zu. Oh nein, ich glaube, wir sind vielleicht ein bisschen zu früh hier reingegangen. Ah, nee, doch nicht. Der Typ schläft jetzt gerade. Und jetzt müssen wir uns, währenddessen der schläft, müssen wir rauskommen. Aber er schläft mit offenen Augen. Roten, offenen Augen. Okay, wir sollen jetzt gucken, dass wir kein Mucksmäuschen-Geräusch machen. Bisschen leise. Oh mein Gott, wir sind in dem seiner Wohnung einfach. Oh, schnell. Wir müssen hier alle raus. Weck den einfach. Oh. Da ist er. Ich weck ihn. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh, oh. Wo ist er? Nein. Oh mein Gott, Vicky hat zu viel Krach gemacht. Nein. Vicky, wie konntest du nur zu viel Krach machen? Ich weiß, ihr seid da draußen. Und wenn ich erstmal meine Hände auf euch bekomme, dann... ist es vorbei. Alter, Izzy, wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das ist deine, deine finale Chance. Das ist euer Ende, ihr kleinen Ratten oder so. Ja. Oh, da ist er! Hilfe! Wo ist er? Oh mein Gott, da kommt er echt. Oh, oh. Oh mein Gott, wir müssen hier durch die Wohnung rennen. Renn durch die Wohnung. Oh Gott, Hilfe, Roman. Da, hier ist der Ausweg. Oh, ich hab ihn gefunden. Ja. Okay, wir sind Lass hier durch den Wald rennen. Ich kann euch immer noch sehen. Oh mein Gott, der hat schon so viele Leute umgebracht. Izzy, wir müssen jetzt ganz schnell durch den Wald hier laufen. Oh Gott. Alter, es sind gerade 4 Leute oder so gestorben, Izzy. Ich werde es jetzt schnell und schmerzlos machen. Nein, bitte mach diese unsichtbare Wand weg. Ich will hier weg, Mama. Wo läuft sie hin? Sie läuft wieder rein. Ich laufe hinterher. Don't run, I just want to play. Izzy, bist du dir ganz sicher? Ich würde vielleicht doch lieber den Wald bevorzugen. Oh nein! We made it. Bist du tot, weil du reingelaufen bist? Ach, wir haben es geschafft. Izzy, was? Wie jetzt? Du hast es geschafft. Nein. Ich hab überlebt. Du hast nicht überlegt, du bist gestorben. Du hättest im Wald bleiben müssen, nein. Izzy. Oh, Izzy ist wieder gestorben. Oh, Izzy, ich glaube, oh mein Gott, hier ist, oh nein. Hier ist aber noch eine kaputte Brücke, die uns jetzt vor dem Killer noch fernhält. Nein, Izzy, du bist gestorben einfach. Oh mein Gott, wir müssen hier durch den Wald rennen. Wir müssen eine Abkürzung nehmen, weil die Brücke kaputt ist. Oh, wir müssen hier durch eine Höhle laufen. Wir haben keine andere Wahl. Oh, Izzy. Warum bist du nur wieder gestorben? Das Mädchen ist reingelaufen. Ich dachte, das ist der richtige Weg. Was ist das für ein Geräusch? Oh, oh. In der Höhle ist irgendwie... Oh, nein. Die Höhle stürzt ein. Wir müssen hier schnell rauskommen. Schnell. Oh, mein Gott. Lass mich laufen, bitte. Wir haben 52 Sekunden Zeit, um aus der Höhle zu entkommen. Oh, Izzy, ich muss es dringend schaffen. Oh, mein Gott. Alter, hier ist einfach ein Jump'n'Run. Echt? Ja, hier musst du einen Jump'n'Run machen. Oh mein Gott. Nein, ich bin runtergefallen. Oh nein. Das ist ja überschwer hier. Hier ist alles richtig am Einstürzen, Izzy. Oh mein Gott. Nein, ich hab's wieder nicht geschafft. Roman, komm, konzentrier dich. Du musst es schaffen. Anderer Weg. Einmal den hier. Ja, ich hab's geschafft. Bitte, lass mich hier durch. Nein. 9 Sekunden. 8 Sekunden. Komm schon. Ich muss das schaffen, Mann. 7 Sekunden. 6 Sekunden. Oh mein Gott. Ich bin kurz vorm Ziel. Ich bin gleich raus. Ich bin raus. Yeah. Oh mein Gott, in den letzten 2 Sekunden, Izzy. Ich kann es kaum fassen. Oh mein Gott. Es leben nur noch 3 Leute. Die Höhle ist zugegangen.
Oh mein Gott. Ich sehe, es ist so spannend. Es leben nur noch drei Leute. Wir haben es rausgeschafft. Aber wo sind wir jetzt? Oh nein. Alter, Izzy, das ist so mega spannend. Hey, guckt! Das muss irgendwie die Straße gewesen sein, wie der Typ uns hierher gebracht hat. Okay, wir haben jetzt einen Rückweg gefunden. Hier ist die Straße, wo der Typ uns sozusagen hergebracht hat. Wir müssen jetzt nur noch diesen Berg runterkommen und dann kann uns vielleicht die Polizei abholen. Hey, da hat's doch noch einer überlebt. Hey, diese Vicky. Der Vicky, der da zu viel Krach gemacht hat, der hat tatsächlich überlebt. Ah ja. Und Izzy wurde einfach vom Killer getötet, ey. Richtiger Klassiker. Oh, okay, oh nein. Wir müssen jetzt über so eine Schlucht gehen und da sind so ein paar Bretter. Und man weiß nicht, welches Brett von den ganzen Brettern gut ist. Oh nein. Doch, ich weiß, welches gut ist. Das hier. Nein, du hast wieder geguckt. Ich hab geguckt. Ja. Ich hab den Leuten geholfen. Ich kenne den Trick. Den Trick habe ich aber auch nur von euch Zuschauern bekommen. So, ich habe das richtige Ding gewählt. Oh mein Gott, wir laufen hier durch den Wald. Oh, es raschelt hier irgendwo. Was war das? Oh nein. Rechts im Wald ist der Killer. Er backt da gerade durch den Wald. Oh mein Gott. Es reicht ihm mit diesen kleinen Spielen. Es ist Zeit, dass es... Oh mein Gott, er zieht ein Messer. Er zieht einfach ein... Oh mein Gott, Roblox. Es ist nicht so, als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Oh mein Gott. Izzy, er greift uns jetzt einfach an mit einem Messer. Ja, lauf weg. Ja, wir können doch nicht laufen. Nein. Oh mein Gott, es kommt doch so komische Musik. Roblox 110874. Ich werde ihn festhalten, solange ihr Jungs rennt. Oh mein Gott. Einer muss sich jetzt opfern. Die anderen rennen können. Doch, und der Roblox, der muss sich jetzt opfern. Was? Der Typ opfert sich einfach für uns, sodass wir durchrennen können. Der stirbt jetzt einfach. Oh Gott, der Arme. Oh mein Gott, wir müssen einfach rennen. Oh mein Gott, der wird gerade wirklich geopfert. Oh mein Gott, der hat sich für uns geopfert. Hast du es überlebt? Ich hab's überlebt und ich laufe jetzt durch den Wald, Izzy. Ich bin gleich am Ende. Ich war nein, am Wald dran. Der ist tatsächlich gestorben, der Typ. Der hat bis dahin gespielt und dann wurde der einfach random ausgewählt und ist gestorben. Wir haben es geschafft. Wir sind finally safe. Alter, ich glaube, oh nein. Er rennt uns hinterher. Er kommt doch nochmal durch den Wald. Oh mein Gott, ihr habt den letzten Strohhalm gezogen. Ich werde nicht mehr zurückgehen ins Gefängnis. Izzy, es leben nur noch drei Leute insgesamt. Wer würde das nicht anders sagen? Sagt irgendeine geheime Stimme aus dem Wald. Und da kommt die Polizei. Die Polizei kommt im allerletzten Moment, Alter, endlich. Und nehmen den jetzt fest. Es hat endlich ein Ende, Izzy. Er wird festgenommen. Was? Woher kommt ihr denn? Oh, woher wisst ihr, wer das getan hat? Ich hab sie gerufen. Oh mein Gott, irgendjemand hat die Polizei gerufen. Aber wer? Es war Easy Cheesy. Es war der Typ, Izzy, mit dem wir auf der Straße geredet haben. Nein. Der so ganz komisch war. Doch, der hat die Polizei gerufen, weil er nämlich gemerkt hat, dass wir alle verschwunden sind. Was? Er hat gemerkt, er hat das Feuer in der Nachbarschaft gesehen und sofort die Polizei gerufen. Das Haus, was gebrannt hat. Oh mein Gott, das hätte ich niemals gedacht. Voll schlau. Ja, und jetzt hat er uns tatsächlich gerettet am Ende des Tages. Und der Typ schreit, nein! Oh! Und jetzt wird er ins Gefängnis reingesteckt. Yes! Survivors found. Und wir haben es einfach überlebt, Alter, Izzy. Wir haben es einfach überlebt. Also du hast es überlebt. Ja, ich habe es überlebt. Izzy ist eigentlich gestorben. Ja, Leute, das ist die Geschichte. So ist das ausgegangen. Wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, in der nächsten Folge schaltet ihr wieder ein. Schaut auf jeden Fall bei Izzy vorbei. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Gebt ein Like, abonniert. Tschüss.